So sexy, oh my god, he looks so sexy. Say photo, look at the photo. Shot, fashion, style. Yes, very nice. I like it very nice. Kaum ein Film wirbelte vor seinem Kinostart so viel Staub auf wie Bruno. Obwohl Hauptdarsteller Sacha Baron Cohen darin einen schwulen österreichischen Modejournalisten spielt, erscheint er ausgerechnet bei uns nicht zum Kinostart. Das kann nicht sein, sagten sich die Friseurbrüder Agopian, die kurzerhand ihren eigenen Bruno suchten. Ich bin sehr zufrieden, unser Bruno schaut fabelhaft aus, da ja Bruno auch in Österreich ist, deswegen haben wir auch diesen Contest gestartet. Du weißt ja auch sehr viel über die Vorbereitungen der Teilnehmer. Ja, Einige haben sich den Hintern gewachst, einige haben sich die Höschen von den Freundinnen ausgeborgt. Details, die ich eigentlich nicht wissen wollte, aber eigentlich ganz witzig, wenn man so Hintergrundgeschichten weiß. Hintern wachsen, wäre das jetzt für euch auch was? Nein, auf keinen Fall. Die lieben Frauen. Die Müsse wachsen hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass Frauen keine Haare im Hintern haben. Jesus. So viel zu den Details, die wir eigentlich gar nicht wissen wollten. Denn die Frage des Abends lautete ja, eigentlich, wie muss der perfekte Bruno sein? Es geht um den Spaß, glaube ich einmal, ums Attitude. Ich denke, muss sich extravagant, sehr feminin bewegen. Es soll auch lustig sein, spannend sein. Kommt er dem Look hin? Hat er einen Schmäh? Kann er sich bewegen? Und wie schaut das Styling aus? Während die Kandidaten am Laufsteg alles gaben, beobachtete die Jury das Geschehen mit Argusaugen. Auch Moderator Dominik Heinzl brachte sich fleißig ein. Er warf gleich zwei Brunos aus dem Bewerb. Ja, selber schuld. Ne? Der Bruno hätte mit denen noch ganz andere Sachen gemacht, glaube ich. Also da war eh sehr... Was ist da passiert? Naja, die wussten sich nicht zu benehmen. Ich hatte die im Verdacht, dass die einer Swinger-Partie entspringen. Und für pornografische Shows haben wir nichts über. Also man kann lustig sein, und kann, aber das, was die gemacht haben, das war einfach nicht im Sinne des guten Geschmacks und dieser Veranstaltung entsprechend. Es wurde zwei disqualifiziert. Du hättest dem einen davon 10 Punkte gegeben. Warum? Das ist einer meiner ältesten Freunde. Er hatte zwar keine Freunde in der Jury, überzeugen konnte er aber trotzdem. Warum glaubst du, hast du gewonnen? Wir sind Zwillinge, sieht man ja, oder? Ja, du schaust ihm wirklich ähnlich, erst seit kurzem, oder? Gell? Ja. Hast du nachgeholfen? Nein, ich schaue immer schon so aus. Aber ein Freund hat gesagt, ich schaue ihm so ähnlich, ich soll mich einmal bewerben. Und hallo Roman, danke. Und ja. Was hast du jetzt Tolles gewonnen? Ich darf auf der Austrian Fashion Show laufen. Ah. Ein 100-Euro-Gutschein von diesem Friseur hier. Weil ich mich auch freue, ich werde meine blonden Haare sicher nicht wegtun. Und Kinokarten und ein Bruno-Package. Juan Carlo, das klingt gar nicht nach Bruno. Das klingt gar nicht, das ist der Grund wahrscheinlich, warum ich Dritter geworden bin. Also ich werde meinen Eltern das Ganze anhängen, dass ich ihn gewonnen habe. Ich habe gehört, dass manche sich vorbereitet haben, indem sie sich überall rasiert haben, den Hintern rasiert. Gehörst du zu denen? Mein Freund würde das nicht mögen. Also leider habe ich mich vielleicht eben deswegen nicht voll hingeben können und den Sieg darum nicht genießen können, leider. Wo hast du das Outfit her, der Schwester geklaut? Es ist peinlich, aber es ist mein eigenes Outfit, ja. Chris aus Wien landete auf Platz 2 und das, obwohl er in der zweiten Runde von Carmen Kreuzer lediglich 0 Punkte bekam. Es hat mir am gewissen etwas gefehlt und vom einen etwas sozusagen ein bisschen zu viel. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Eigentlich nicht wirklich, aber fragen wir doch einfach bei Chris nach. So cute, so cute, okay. So cute. Du stehst so auf meinen Kameramann. Er ist so süß, er hat so schöne Muskeln. Yeah, because in the fitness studio, I think. But he's got too much hair. The most important thing is wax, 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 wax. Du hast einmal 0 Punkte von der Jury bekommen. Ist das gerechtfertigt? It's a girl. Yeah, it's a girl. Wenn es ein Mann, wenn es ein Mann gewesen wäre, okay. Aber she's a girl. Maybe a fashion tip for her. Yeah. Mustache is not in, baby. Ein Spruch, der durchaus von Sacha Baron Cohen selbst hätte kommen können. Obgleich der Film die Erwartungen mancher Kinobesucher nicht erfüllt. Man kann auch warten, bis er auf DVD kommt und sich dann ausborgen oder warten, bis er um 5,90 irgendwo im Ramschhandel erhältlich ist. Also der Contest heute war bei weitem besser? Nein, das ist ja, also eine liebe Freundin hat mich gebeten, die Moderation zu übernehmen. Und dann kam ich ja her, auf diesen kleinen Frisier, sehr edlen, aber sehr kleinen Frisiersalon gesehen. 7 Kandidaten, also das alles ist ein bisschen arm.
Aber es ist auch kein großer Film, warum also eine große Veranstaltung machen? Und was hat Brunos Geschichte eigentlich mit der Wirklichkeit zu tun? Also es gibt Schwul und Schwul, sagen wir mal so, aber es kommt wirklich, die Würze, was er hat, die kommt schon hin. Das heißt, in der echten Modewelt geht es auch so zu? Nicht genauso, aber es kommt nahe.